wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir hier mal den Toni noch geschnappt. Und hier kommt noch ein Kandidat. Sammy will auch mitmachen. Sammy verschwindet aber gleich wieder. Ja. Das hat vielleicht nicht am Ärmel. Ich will erstmal ein Wasser trinken. So, wir wollten mal im Anbetracht dessen, dass wir gestern so viel Piste gefahren sind mit Staub, mal einen Luftfilter kontrollieren und dann vielleicht damit Rückschlüsse zu ziehen, wer das mal machen sollte heute im Laufe des Tages oder heute im späteren Nachmittag. Ne? Ich habe mal das Auto jetzt hier genommen, nicht weil ich an euer nichts machen will, sondern weil hier am meisten Platz ist und man ganz gut hinkommt. Ne? Bei den Ivecos müssen wir ja wahrscheinlich den Deckel aufmachen und von oben ran. Sollten aber auch mal gucken, weil natürlich der Verschmutzungsgrad auch ein bisschen davon abhängt, wo der Luftfilter platziert ist und was er direkt abkriegt. Ne? Bei den älteren Fahrzeugen wie hier dem ITMO ist die Luftansaugung auf dem Niveau. Das heißt, er hat hier einen Blechkrüssel, ist an und für sich auch schon ganz gut gemacht, weil er direkt von vorne ja nichts kriegt, sondern auch über Umwege die Luft reinziehen will und somit automatisch jetzt größere und schwerere Partikel auch nicht direkt abkriegt. Ne? Bei ihm ist es so, der hat auf der Beifahrerseite, wie alle Mercedes dieser Baureihe oder auch der kleineren Baureihen, auch die neuen haben das so. Ne? Also ich denke, wenn wir mal gucken, auch so ein Tego ist der Sitz auf der gleichen Seite, hat der hier halt noch eine Blechkiste. Bei den neueren Modellen ist es eine Plastikkiste mit einer Verschraubung. Ne? Der Toni hat schon den passenden Schlüssel in der Hand. Bei den Fahrzeugen der NG und SK-Reihe ist es 17, das heißt der Zylinder sitzt, der Deckel ist unten verschraubt mit einer zentralen Welle, ne? Also mit einer langen Welle. Und jetzt nehmen wir mal das Ding raus, ne? Toni, geh mal in Action. Da muss ich mich hier bücken. Sitze ich im Weg oder geht's? Ja, ja, kann das noch besser. Und dann gucken wir uns das Ding mal an. Wir haben das schon mal gemacht, also das heißt, der Eingangszustand war eigentlich gereinigt zum gestrigen Tag und jetzt wissen wir mal, was der so in den letzten zwei Tagen abgekriegt hat. Ne? So, das heißt, wir machen die eine 17er Schraube ab, dann unten den Blechdeckel runter und wenn der Blechdeckel runter ist, kommst du an das Filter, das also nur in dieser Patrone geklemmt wird. Dichtung. Da ist noch so eine Gummidichtung drauf drunter, ja, dass er da keine Bandschuss drunter zieht. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Sachen nicht irgendwo landen. So, da ist er schon. Na, hier jetzt in dem Fall ist es so gemacht, dass man den Deckel komplett integriert hat. Das heißt, wenn du ein neues Element reinbaust, kriegst du den auch immer geliefert mit diesem neuen Deckel, mit dem Gummirand. Na? Das erste, was ich mal tue, da gehen wir vielleicht mal nach vorne, ist, ich klopfe den ein bisschen. Wollte ich jetzt aber hier am Eingang nicht machen, sonst kriege ich Schimpfe von Thomas und der Anja. Deswegen gehen wir mal zusammen richtig sprechen vor. Da können wir im Notfall auch gleich ausblasen. So, erst noch mal ganz kurz zum Funktionsprinzip. Ist ja an und für sich relativ logisch. Das heißt, der Filter zieht die ungereinigte Luft einmal außen rum. Die Luft wird durch den Luftfilter gezogen und kommt hier gereinigt wieder raus. Und das erste, was ich immer ganz gern mache, um zu sehen, wie es gerade ist, ich klopfe hier mal so ein bisschen, ne? Und dann fallen die schweren Partikel schon raus. Ihr seht jetzt hier, schwere Partikel sind schon gar nicht mehr so schwer, weil das ist normaler Sand. Ne? Also das haben wir hier, seht ihr? Ne? Also das heißt, das ist im Endeffekt jetzt an und für sich nur von großen Ganzen von der Strecke. Ne? Das heißt, danach siehst du eigentlich schon, jetzt hier guckt hin, dass man da zugange werden sollte und das Ding ausblasen sollte. Ausblasen werden auch Fehler gemacht, weil es macht relativ wenig Sinn, wenn ich von dieser Seite den Luftfilter ausblasen will. Ne? Warum? Weil ich blase ja rein und nicht aus. Ne? Aus bedeutet ja entgegengesetzte Richtung, wie er filtert. Also es bedeutet, wir müssen hier in den Innenbereich rein und kreisförmig das Ding von oben nach unten und von unten nach oben durchpusten. Das machen wir jetzt mal. Jetzt haben wir hier dabei ist es wichtig, dass ihr sehr dezent vorgeht. Wenn ihr mit einer Druckluftpistole direkt in so eine Wabe reingeht, kann es sein, dass ihr euch ein Loch reinmacht. Deswegen einfach ganz vorsichtig mit einem Abstand von mindestens 5 bis 10 cm. Jo, wir haben jetzt hier
wir einen einfachen Kompressor haben, der Luft macht. Hier guck mal hin. Wenn wir jetzt hier dezent rumfahren. Also ihr seht, der Luftkühler hat funktioniert. Ja. Vielleicht kann man dann den Luftkühler nicht auf Rechtsfußmühle gelost ist, aber nicht direkt gerade rein. Ihr seht, ich mache das so ein bisschen rübergehalten. Ja. Fertig, aber guck mal, seht ihr mal, ne? Wir haben jetzt schon so eine halbe Flasche voll Sand, also die kleine Flasche bald raus. Ne? Zum Sand kommen noch kleine Insekten und Partikel. Also es hat sich jetzt nur für diese überschaubaren zwei Tage extrem was angesetzt. Ne? Was kann passieren, wenn wir das nicht tun? Also ich mache in den nächsten Tagen wirklich nur die elementaren Dinge, dass er nicht viel kriegt, aber die wichtigen Dinge. Ne? Natürlich ist es so, der Kerl will ja weiter Luft, ne? Da arbeiten Kolben drin, die Luft ziehen, auch mit einer gewissen Brutalität. Und wenn wir den jetzt, sagen wir mal, auf der gleichen Strecke noch eine weitere Woche bedient hätten, ist er so dicht, dass der Unterdruck so hoch ist, dass er ein Loch reinreißt. Ne? Und dann ziehst du halt den Dreck pur rein in die Fahrzeuge. Ne? Das heißt jetzt, was kann passieren? Also generell kann was wegen Saugmotoren, ist es etwas harmloser, ja? Weil bei Turbomotoren, wie viele hier, ne, also die Dailies haben alle ein Turbo, die größeren Daimlers haben auch ein Turbo, meine hat ein Turbo, ne, die haben dann die Situation, dass der Turbo mit dem Sand und mit dem Dreck beaufschlagt wird und als erstes stirbt, ne, und dann verabschieden sich Stück für Stück die nächsten Teile. Ne, das da reichen heißt, auch wenige Körner, ne, also das, da würden schon zwei, drei von diesen kleinen Steinchen, die hier drin liegen, ja, würden schon ausreichen, dass der Turbo einen Schaden nehmen könnte, oder ja, wird. So, und das ist aus der Situation heraus, dass man die Sachen nicht überprüft hat. Man muss den jetzt auch nicht, wenn er neu war, neu machen. Also dieser Ausblauvorgang kannst du beliebig oft wiederholen. Man sollte aber auch vor dem Vorgang, wie der Toni schon richtig gesagt hat, das ganze Ding mal in Augenschein nehmen. Ne? Das heißt, der hat ja so eine Faltblattstruktur. Und wenn da so erkennbar ist, dass irgendwas beschädigt sein sollte oder offen sein sollte, dann gilt es, das Ding auszutauschen. Wenn ihr in solchen Geländen, wie wir das jetzt sind, unterwegs sind, empfehle ich immer mindestens einen Ersatzluftfilter dabei zu haben, ne? Weil wenn es zu viel wird, tauscht man den halt einfach mal aus gegen neuen. Und wenn man sich auch nicht sicher ist, weil das ist jetzt, was Motorenhaltbarkeit angeht, mitunter lebensnotwendig. Genauso wie ich empfehle, immer mindestens einen Satz zusätzliche Kraftstofffilter dabei zu haben, weil es kann auch hier mal passieren. Gerade wenn wir jetzt, also wenn wir heute zergeladen sind und ich keinen Aufruf gestattet hätte, genug Sprit, dann hättet ihr an so eine berühmt-berüchtigte Kanistertankstelle gehen müssen, ne? Wo sie sonst was schleppen, und die sehen dann halt, dass wieder ein paar nassgeschwitzte Deutsche kommen und dann machen die vielleicht den berühmten 50-30-Mix, ne? Also den, der nur gut ist für den Verkäufer. Und dann sind da vielleicht Verunreinigungen drin oder das Material, der Kraftstoff ist ein bisschen mit Wasser verunreinigt oder mit anderen Dingen vom Umfüllen, was dir relativ schnell den Filter an Anschlag bringen kann. Ne? So, wir blasen den jetzt mal weiter fertig aus. Wer jetzt, wenn jemand zu meiner Zeit selber Bedenken hat, ich hätte es vielleicht ganz gerne nochmal bei so einem neuen gemacht, dass man mal guckt, ob das, ne, der, also die Grundvoraussetzung von denen, die hinterhergefahren sind, das sind alle in dem Fall, ne, sind ungefähr die gleichen. Also das heißt, man sollte da tatsächlich mal reingucken. Das kann nicht schaden. Ne? Wer das jetzt gleich möchte, können wir es gleich machen. Also ich sag mal, der Verschmutzungsgrad wäre jetzt noch gegangen, dass ich weitere zwei Tage da hätte fahren können. Da geht erstaunlich viel rein. Aber dann ist halt trotzdem mal schon Schicht, und ich finde es nach wie vor beeindruckend, was ich da schon angesammelt habe. Ne? So, das ist das eine Ding, was
auf der Prio 2 zum Thema lebensnotwendig in Anführungszeichen drinsteht. Das zweite Thema ist, das habe ich mehrfach schon wiederholt, sind die Räder. Ne? Ich habe die eine oder andere schon gesehen, die das verbockt haben. Und das werden wir auch nochmal kurz machen, vielleicht am Mo. Ne? Und dann, wenn ihr Unterstützung braucht, der Steve ist ja da, der Ton ist da, dann gehen wir mal an die einzelnen Autos, gucken die Luftbilder an. Wie gesagt, schön wäre es mal, wenn man. Nico, deiner steht auch super da, also man kommt gut hin, dass man vielleicht da mal einen Deckel aufmacht, den man rauszieht und mal anguckt. Ne? Du hast aber die Luftansaugung ganz das oben, ist, ja. Das heißt, da kann ich dir jetzt schon prophezeien, dass der sehr gut aussieht und fast gar nichts hat, weil der holt die Luft ja aus dem Bereich raus, wo gar nicht so viel Staub fällt. Also ich muss meine überhaupt nicht machen, A, bin ich ja der, der vorne wegfährt, der kriegt am wenigsten ab und B, liegen die auch oben auf dem Dach. Und haben Vorabscheiderzyklone, also sind so Doppelzyklonfilter, die den Sand rausblasen. Und wir haben da mehrfach schon nachgeguckt und ich stelle mir immer die Frage, funktionieren die überhaupt oder zieht er die Luft irgendwo anders ran? Dann gucke ich mir einen nervösen Turbolader an, der sieht aber aus wie neu. Also funktionieren sie und die funktionieren an der Stelle so gut, dass er relativ wenig abkriegt. Ne? Also wer die Luftansaugung natürlich oder wer vorhat, sich was Neues zu bestellen, dann ist es immer sinnhaft, die Option oben mit zu wählen, ne? Weil oben hat er den Vorteil bei solchen Einsätzen, auch wenn es jetzt kein Baustelleneinsatz ist, dass die Verunreinigung eine ganze Portion geringer ist. Aber wir können auch da mal reingucken. Ne? So, wir gucken noch mal ganz kurz zum Mo. Da liegt schon der Schlüssel bereit. Die erste Frage, die ich heute gestellt bekomme, bringen wir in Jahren ein, wie viel? Oder auch mit den 8-Loch-Felgen sollte man ein Anzugsdrehmoment wählen. Das liegt so zwischen 450 bis maximal knapp 600 Newtonmeter. Wir haben zwar in unserer Werkstatt alle möglichen Bringungen Schlüssel, ich habe aber hier einen dabei. Ja. Das heißt, wir nehmen ganz gerne diese 1-Zoll-Auszugsschlüssel. Warum? Weil der Schlüssel hat im ausgezogenen Zustand eine Länge hier von genau einem Meter. Ja, wenn ich jetzt ungefähr 500 Newtonmeter anziehen möchte, belaste ich den an der Außenseite etwa mit 50 Kilo. Ja, also das heißt, wenn ich eine zarte Frau habe, die könnte ich draufstellen. Oder wenn ich jetzt mich selber mal prüfen will, wie viel 50 Kilo sind, könnte man zum Beispiel einmal nur zu Übungszwecken eine ganz normale Waage hinstellen. Ja, einen Stock damit und einfach mal drücken, wie viel 50 Kilo sind, dass man das Gefühl hat. Ne? Und ob das dann jetzt 45 oder knapp 60 Kilo sind, spielt am Ende auch keine Rolle, weil es geht ja nur darum, dass die Schrauben richtig fest sind. Und wenn ich es mehrfach verprobe, passiert ja am wenigsten. Ne? Das Ganze gilt auch nur, wenn ihr da wirklich eine Direktverbindung habt. Ne? Also wenn ihr mit dem Schlüssel, mit dem Anschluss direkt auf einer Nuss seid. Mhm. In so einer Verlängerung wie hier, die wir für hinten zum Nachziehen brauchen, hast du immer eine gewisse Torsion drin. Ne? Mhm. Und die musst du da quasi oben drauf rechnen. Ja, ich mache dann immer alle mit dem gleichen Schlüssel, damit ich mich da in der Armkraft nicht anpassen muss. Und wie der Tobi schon gesagt hat, ob das dann 45 oder 60 ist egal. Genau, also keine Rolle. Der Hintergrund ist, der Schlüssel ist unempfindlich, der kostet auch nur irgendwo 100 Euro als einzelner Schlüssel und für all diese Sachen völlig ausreichend. Während im Drehmoment, wenn du jetzt für die großen Autos bräuchtest, der ist dann von Haus aus schon so lang und groß wie der kostet dann vielleicht 500 Euro. Wenn man nicht pflegsam behandelt, funktioniert er auch relativ schnell nicht mehr so. Also im Drehmoment muss man immer entspannen, komplett oder auf Null nach dem Gebrauch. Ne? Und hier musst du eigentlich nichts machen und das Werkzeug ist meines Erachtens für unsere Sachen ausreichend. Ne? Perfekt, du kannst es auch gleichzeitig zum Lösen von irgendwelchen größeren Geschichten nehmen, wenn du irgendwas Widerspenstiges hast. Das ist für die großen Autos, vielleicht machen wir es mal, haben wir hier, wir haben also eine Verlängerung, die brauchst du natürlich deswegen, weil beim Mo hier die Felge, wie bei vielen anderen Fahrzeugen auch, Inside-Out montiert ist, nennt man das. Das heißt, die ist andersrum draufgesteckt als die vordere. Warum ist das so? Ganz klar, das war eine zwillingsbereifte Achse und da haben die es relativ viele. Ne? Wie es jetzt bei den Dailies zum Beispiel ist, da ist es natürlich so, dass die gleich rum montiert sind. Da bräuchte man natürlich dieses Verlängerungswerkzeug in der Form nicht. Und wir nehmen vorne immer stabile Maschinennüsse, also das heißt welche, die ich auch mit einem Schrauber, mit so einem Druckluft- bzw. Akku-Schlagschrauber öffnen kann, weil die nicht so leicht ausbrechen und besser von der Stabilität sind. Beim großen Fahrzeug braucht ihr Schlüsselweite 32. Bei den 8-Loch-Felgen, die eventuell der Atego hat, der 8-Loch, ja, ne? Da passt es nicht, da braucht man Schlüsselweite 30, also eine Nummer kleiner.
Und bei denen ist es natürlich immer individuell, was ihr jetzt für Verschraubungen habt. Ihr habt auch die sogenannten Zusammenbauschrauben. Könnte 27 sein, ne, denke ich. Ne? Und bei dir, beim Daily, ist es wahrscheinlich dann bei beiden das Gleiche. Ne? Ja, sind wir bei 27? Ja. Ja, ne? Wird das Gleiche sein. Ne? Das heißt, er hat ja auch nur 6 Bolzen. Wie gesagt, der Atego oder auch die älteren Daimler der sogenannten LK-Baureihe, also die leichte Klasse, hat auch 8 Bolzen und die großen haben alle 10. Ja, wir machen das mal. Was machen wir? Machen wir es vielleicht mal vorne. Bei der LKW-Geschichte, wenn ihr mit so einem langen Hebel schafft, ist es nicht verkehrt, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ja. Da kann dann einer eben die Nuss draufstecken, der andere kann immer hebeln. Da kann man sich quasi ein bisschen gegenseitig unterstützen. Vergewissert euch aber, dass ihr wirklich auf der Nuss drauf, auf der Mutter drauf seid. Wenn ihr da einmal abgerutscht seid und mit dem Hirn gegen das Auto rennt, dann merkt ihr euch das. Ne? Also genau, wir verproben die jetzt. Man sieht, die ist fest. Wir machen immer Verprobungen von 4 Schrauben. Ne? Die ist auch fest, rührt sich nicht. Und dann gehen wir nochmal in die Diagonale ungefähr. Ne? Und wenn sich eine rühren sollte, die rührt sich ein bisschen. Das habt ihr jetzt gesehen. Ne? Die hat sich ein bisschen gerührt. Und der Nachbar drüben, gucken wir auch mal, was die macht. Die rührt sich auch ein bisschen. Das heißt, wir haben jetzt 2 gehabt, die sich bewegt haben. Wenn eine sich schon bewegt, sollten wir einmal im Kreis alle nachziehen. Ne? Weil dann sind wir sicher, dass alle passen, weil es könnte sich eine auch mehr bewegen. Ne? Das wird, ist auch in meiner Vergangenheit, selbst von meinem Team, häufig belächelt worden. Wir haben aber tatsächlich bei unserem 9016 Werkstattfahrzeug hier schon nicht weit von weg ein Rad fast verloren. Weil sie immer gesagt haben, ja, haben wir doch erst vorgestern gemacht. Ja, lass uns schwätzen. Und was kann passieren? Also das heißt, wenn die sich lösen, dann schaffen die sich relativ schnell frei, dann ist die Felge kaputt und die Radbolzen sind mindestens mal kaputt. Und wenn du da kein Replacement und Ersatz dabei hast, also das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid und auch im Punkto auf mögliche Ersatzteile was Gutes tun solltet, solltet ihr immer mal mindestens 5 von diesen Muttern dabei haben. Na, es kann auch sein, dass man mal was beim Ansetzen und beim Radwechsel zerhaut, ne, oder das Feingewinde so verletzt, dass es nicht mehr funktioniert. Oder man kriegst einen Stein drauf. Außen dagegen. Ja, haben wir auch schon gehabt, dass jemand da irgendwo mal lang schrappt, weil die Einpresstiefe so ist, dass die Radmuttern weiter draußen stehen. Nehmt eine Handvoll, 4, 5 solche Verschraubungen mit und vielleicht mindestens für jede Achse 2 von den Bolzen, Ersatzbolzen, weil diese Radbolzen, die kann man, ihr habt alle geschlossen, in der Regel bei den großen Autos eine Trommelbremse. Die kann man rausbauen und dann ersetzen, weil egal wo ihr seid, wird es schwierig sein, sowas zu bekommen. Also das lagert immer in meiner Ersatzteilkiste. Ich habe immer, ich glaube, sogar 10 Ersatzschrauben drauf dabei und auch für die Vorderachse und für die Hinterachse jeweils 3 passende Bolzen, wenn ich da mal was hätte, dass ich da agieren kann. Ne? Und was kann passieren? Das kann schon beim Radwechsel auch passieren, dass man irgendwo das Feingewinde etwas beschädigt. Und dann vielleicht froh ist, wenn man einen Ersatz dabei hat. Ne? Also sollte man das Gewinde kaputt machen, kann man sich aber auch zur Not auch mit einer Metallbügelsäge das Ganze einfach ein bisschen nacharbeiten oder vielleicht auch mit einer Feile, ganz vorsichtig. Ne? Also man kann das schon noch retten, selbst wenn da eine ordentliche Macke drauf ist, aber Besser ist es. Ne? Also das heißt, neben diesen Verschraubungen und neben einem Luftfilter und neben den Patronen, der Kraftstofffilter ist das auf meiner Prio-Liste immer mit das Dritte. Na, natürlich neben dem was sonst gebräuchlichen, man hat ein paar Gabelbinder, man hat alle gängigen Sicherungen mal dabei von den Fahrzeugen. Na, man hat vielleicht eine Glühbirne für vorne und hinten und auch noch Blinker, na, und Bremslicht dabei. Na. So die Universalsachen, da kommen wir vielleicht auch nochmal im Rahmen der Veranstaltung dazu, wenn mich jemand fragen will, was für Werkzeuge sinnvoll. Na. Also, wir brauchen da jetzt keinen Werkstattanhänger. Weil viel fährt man nur unnötig durch die Gegend, aber so eine Handvoll guter Zutaten ist schon immer sinnhaft. Ne? Also den ziehen wir jetzt im Nachgang mal nach. Ja. Ne? Damit also auch rundherum. Ne? Wir haben jetzt eine Schraube gehabt oder 2, die locker waren. Und damit sind wir jetzt erstmal mit dem theoretischen Werk am Ende. Das kann jeder mal selber Hand anlegen, wenn er Werkzeug braucht. Der Elgrand ist noch offen hinten für irgendwas. Ne? Dann hätte ich gesagt, macht mal die Reifen. Ne, weil wir haben gesehen, er hat sich gelockert und wir haben schon 2, 3 Mal nachgezogen in den letzten 2 Wochen. Und die Bedenken haben Luftfilter. Ich würde mit dem Toni noch mal ganz kurz zu dir vorne rüber gucken, dann gucken wir deinen mal an. Aber da habe ich keine Bedenken. Ich möchte noch kurz auf diese Pfeilindikatoren eingehen, die man auf die Radmuttern draufstecken kann. Ja. Wenn ihr ein Rad demontiert hattet, warum auch immer, dann lasst bitte diese Anzeigen erstmal weg. Und zieht erstmal nochmal nach und im Idealfall auch nochmal,
Weil wenn du auf der Auflagefläche der Felge ein kleines bisschen Dreck hattest, dann sieht das zwar so aus, als würden die fest sein, aber es kann eben sein, dass durch die Bewegung von dem ganzen LKW der Dreck oder der Rostrand oder was auch immer sich löst und dann eure Felge locker ist. Dann lauft ihr vorbei, seht, ja, die Pfeile zeigen aufeinander, alles wunderbar. Dann fährst du nochmal 20 Kilometer und dann hat sich das Thema erledigt. Also da wirklich nachziehen, nachziehen, nachziehen und dann erst bitte die Pfeilindikatoren wieder drauf machen. Ja, also ich bin da auch, deswegen haben wir das vom Team immer alle nicht sicherer ist, wirklich zu überprüfen, ne, weil genau wie der Toni richtig gesagt hat, wenn die alle gleich stehen, kann trotzdem Spiegel drin sein, der sich einfach freigeschaffen hat. Also nicht nur mit Dreck, auch wenn es neu ist, das Material, ne, ist es so, dass wir Lack sowohl auf der Felge als auch auf den Trommeln verdichten können. Und es kann auch sein, dass ihr damit 20.000 Kilometer Straße gefahren seid. Die Druckmomente hier im Gelände sind wesentlich größer, ne, und damit schaffe ich mehr Freiraum. Und mir zeigen die Pfeile trotzdem das Gleiche an, obwohl die Verschraubung sich an und für sich nicht gelöst hat, sondern sich mehr Platz zwischen den verschraubten Gegenständen, also der Felge und der Bremstrommel, ergeben hat. Deswegen macht es trotzdem. Guter Hinweis, danke an der Stelle nochmal. Das ist auch so der Grund, warum wir die nicht montiert haben. Sagen wir, wir überprüfen es lieber, dann sind wir sicher. Ne? Okay, so, also theoretisch sind wir durch. Gehen wir mal kurz in die Praxis, damit wir auch relativ zügig hier in den Sand abtauchen können. Dann. Ne? Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Viele Grüße aus der Wüste. Ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.